Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus Sippers Husum vom Hof der Familie Chaos mit meinem Schatz. Hi, mein Schatz. Hallo. Und, wie das gewohnte Spiel. Schatz, was machen wir heute? Wir sehen heute aus Örettich. Oh. Auf so ziemlich alle Fälle. Oh, und jetzt die große Fangfrage. Warum machen wir das? Ich glaube, für die Düngestufe, dass wir das wieder drunter kubbern. Perfekt. Können. Ja, genau Oder? So sieht's aus. Ja, na, hast du genau richtig gesagt. Genau deswegen Habe ich machen wir mal es. zugehört. Ich habe aufgepasst. Nee, genau so machen wir es. Du nimmst dafür die Federstadt. Die Rapid, genau. Sie möge schon mal durchfahren, bevor ich Ihnen gleich im Weg stehe. Und ich werde die neue Kuhn-Kombination, die wir uns gestern zugelegt haben, die werde ich dafür nehmen. Wir haben daraus aus dem Kuhn-Ding auch eine Direktsaat gemacht, indem wir einfach den Grubber mit dazugenommen haben. Den brauchen wir jetzt nicht, das ist uns beiden schon bewusst. Ne, wir hatten ja schon mal gesagt, wir machen die Grubberei trotzdem noch. Also auch wenn wir sie eigentlich gar nicht brauchen, tun wir es aber trotzdem. Wir fühlen einfach, das ist ein besserer Arbeitsschritt. Und dementsprechend fahre ich jetzt mal mit dem Kombinat hier rauf. Mal gucken, ob das auch funktioniert mit dem Waldreich. Ich hoffe es. Und dann fangen wir an. Ölrettich rein. Ölrettich auf Feld 6. Wir haben noch 109 Liter. Mein Schatz hat ungefähr die gleiche Menge an Diesel noch drin. Und ab 9 Uhr macht erst die Tankstelle in-game auf. Also, könnte interessant werden. Ja, das wird lustig. Es könnte ein Problem geben, muss aber nicht. So. Jetzt wollen wir mal das. Neuen Kurs. 15 Meter. Ich glaube nicht. Wieso denn? Hä? 4, irgendwas, oder? Da sagt er mir, ich habe eine 15 Meter Saatmaschine. Das wäre schön. Ja, 4 Meter. Wieso kommt der auf. Ach. Weil man normal hinter den Grubber wahrscheinlich den Düngestreuer hängen kann. Deswegen auch die Zapfwelle. Das erklärt's. So, dann machen wir eben hier auf 4 Meter runter. So, das sieht schon besser aus. Nee, machen wir lieber so. Bisschen frisch heute früh, hm? Ja, das soll ich. Wobei 11 Grad. Ja, so nebelig. Da fröstelt's ein. Willkommen in Schleswig-Holstein. So. Na, senkst du mir jetzt den hinteren auch noch? Nein? So. Also es ist tatsächlich, Schatz, so ist das Wetter bei uns ständig. Ja, so ja. Nebelig. Easy. Nebelig, trüb, Regen steht an. Genau so. Echt? Ajo. Wobei, wir hatten ja das Thema, ne? Also ich hatte heute 31 Grad. Wie viel hattest du? 25. Die ganze Woche eigentlich noch haben wir 25 Grad. Also hatte ich es heute mal tatsächlich wärmer im Norden. Ja. Ja, dafür hast du morgen 5 und Schneeregen. Minimum. Ich habe schon die Winterstiefel vor die Tür gestellt. Also ich rechne mit Eis und Schnee morgen. Mhm. Wobei das gar nicht so abwegig ist. Also das geht bei uns ganz schnell auch mal wirklich tief runter. Also von warm auf richtig kalt. Haben wir auch schon gehabt. Ah, ich erinnere mich, wir hatten an Weihnachten schon 15 Grad. Mhm. Na? Und wir hatten aber Mai, Juni noch so Wetter, da hatte ich noch meine Winterjacke an, da erinnere ich mich auch noch dran. Oh ja. Da hatte ich gedacht, der Sommer kommt gar nicht mehr. Yeah. Yeah. Es regnet auch noch. Yeah, mach mal die Dachluke aber zu. Du hast es aber echt mit Regen im Spiel, oder? Ja, ich mach die Heckscheibe, ich hab schon Fenster zugemacht. Wieso, wo hat denn das noch geregnet? Im Farmers Dynasty. Stimmt, da war das gestern den ganzen Tag am Schütten, ne? Ja, da hast du doch gesagt, komm, kommst mal wieder ins Spiel und... Ja. Und stehst im Regen. Aber das war wirklich so. Ich habe gestartet bei mir auf dem Balkon. Also bin ins Spiel rein und war dann auf dem Balkon. Und dann habe ich mir erst überlegt, was ich mache. Und gehe unten aus der Haustür raus, stehe, will gerade die Folge starten, fängt es an zu regnen. Genau so. Ich habe mir nur gedacht, jopp, das passt. So muss das sein. So, wollen wir mal gucken hier. Wenn ich jetzt so mache, hebt er mir hinten. Ja. Und die Saatmaschine lässt er mir so, oder? Ja, perfekt.
Muss ja mal wieder mit dem Hightech-Krams hier von Kuhn klarkommen. Da alles extra senken und anschalten und. Nee, wenn du auf einem bestimmten Gerät bist, dann kannst du tatsächlich mit STRG und V senkt er dir erst vorne und senkt dann hinten die Kombination ab. Okay. Also musst theoretisch ja zwei Tasten drücken. Aber manchmal funktioniert es nicht. Also bei mir in der Stadtenbach mit meinen Mähwerken funktioniert es zum Beispiel nicht. Da senkt er das vordere Mähwerk ab und das hintere bleibt oben, oder er senkt das hintere ab, das vordere bleibt oben. Oder, wenn es ganz gut läuft und er gute Laune hat, senkt er mal beides. Ganz Okay. kurios. Aber, mein Schatz, wir haben ja noch ein Problem. Ehrlich? Ja, wir haben ein ganz großes Problem. Ja, immer. Wir haben mal wieder das Lieblingsthema von uns, was wir nicht mehr machen dürfen. Oha. Ich denke, du weißt, welches Thema. Im Moment stehe ich echt auf der Leitung. Ich darf dich nicht mehr Schatz nennen. Ach so, ach ja, Göttchen. Es ist ja nervig. Das geht ja gar nicht. Ergo, höre ich ab sofort auf, dich Schatz zu nennen. Bei den Aufnahmen. Nein. Ich nenne dich jetzt Engelchen. Okay. Ich meine, ich kann das schon verstehen, denn nach einer Zeit geht den Leuten vielleicht das schon ein bisschen, ne? Dann nehmen wir halt was Na gut, anderes. Bringen wir mal wir können ja. frischen Wind rein. Genau, sorgen wir für Abwechslung. Können ja variieren. Wir sind ja nicht auf den Mund gefallen, ne? Und wir lassen uns sowieso von euch nicht reinreden, also von daher. Also, Engelchen. Muss ich mir das angewöhnen, dass ich dich ab jetzt Engelchen nenne? Ach so, Moment, Moment, Moment. Das war ja jetzt doof. Erstmal die Frage, bist du damit einverstanden? Ja. Kann ja schlecht mit etwas. 95 Liter. Oh, 89. Oh, brauchst du mehr? Anscheinend. Ich hab auch ein bisschen schwereres. Ne, schwereres Gerät habe ich. Doch, habe ich. Ich muss vorne den Saatguttank noch mitschleppen. Ja, stimmt, den hast vorne noch, obwohl ich habe auch mein Gewicht dran. Stimmt eigentlich auch wieder. 88. 87. Ja. Okay. Bergab vielleicht Kupplung treten, rollen lassen. Ja, das war auch mein Gedanke. Also ich verbrauche, auch wenn ich hier arbeite, 63 Liter die Stunde. Also ich komme Ah, noch. zack, 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 Moment, ich zack, zack. komme noch. Oh. Das reicht nicht bis 9. Ich habe noch Sprit für 1,5 Stunden. Ja, fast. Das kommt nicht hin. Also nicht, noch nicht mal ganz 1,5 Stunden, 1 Stunde 20 so ungefähr. Heieiei. Na gut, ich muss auch noch den Wo Weg da siehst hinten. du das, wie lange der Sprit noch reicht? Unten bei der Anzeige, neben der KMH-Anzeige. Also ich habe für 1,5 Stunden, 1 Stunde 30 Minuten habe ich noch Sprit. Das ist doch diese runde Anzeige. Ja. Und da steht oben die Zahl, bedeutet die Stunden, wie viel Stunden du noch Sprit hast, und darunter ist das, was er in der Stunde verbraucht. Ach so, 2,1 Stunden. Ja. Und wie viel Liter verbrauchst du? 42,5. Ja, siehst du. Ich verbrauche 64 Liter gerade und bin noch bei 1,2 Stunden. Der Waldrat ist ein ganz schöner Schluckspecht. Doch, finde ich auch. Ja, der hat ja auch noch ein bisschen mehr Leistung als deiner im Moment. Stimmt, wir wollten deinen doch noch auftunen. Ich dachte, das hast du schon gemacht. Erneu. Ist mir gerade just in diesem Moment eingefallen, dass der noch was war. Ich wollte, ja. Die Betonung liegt auf er wollte. Er war stets bemüht, weißt du doch. Wie war das, wenn Männer sagen, sie tun etwas, sie reparieren etwas, dann tun sie es auch. Ihr müsst nicht alle 6 Monate dran erinnern. Ja, genau. Und denk an den einen, Schwarzen in diesem Video. Machst du das und das, mache ich morgen. Mache ich morgen. Und irgendwann mal sagt sie ja dann zu ihm: Das schaffst du doch gar nicht alles morgen. Stimmt, mache ich übermorgen. Das fand ich sehr witzig. Also das ist cool. Das ist so typisch. Ich meine, sind wir mal ehrlich, das ist nicht nur bei Männern so. Frauen sagen auch ganz oft, mache ich morgen oder mache ich später. Ja, ich höre das in dreifacher Form. Jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wie du meinst. Ja.
Also das weiß ich wirklich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Oh, meine Benzinanzeige ist rum. Meine Dieselanzeige. Noch 73 Liter. Also ich habe nur 85. Vor allen Dingen, ich muss auch noch die Fahrt zur Tankstelle berücksichtigen, ne? Kannst du nicht jetzt mit deinem letzten Sprit Dieselfass hochstellen? Nachher dann vielleicht? Ja, Oder ja. schon mal kaufen und Ich, ja. dann mal sprühen? Nee. Dann ist ja mein Diesel gleich alle. Nee, nee. Wir So, lassen das mal schade. so, wie es ist. Das ist doch mal realistisch, oder? Ich meine, in der Ja. Realität spulst du auch nicht bis zur Tankstelle vor. Oh, die Tankstelle Nee. macht in der Stunde auf. Warte mal eben. Wäre Vorspulen. aber mal gut gewesen, als ich damals auf der Kreuzung stehen geblieben bin. Da hätte ich gerne mal kurz gespult. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon hingekriegt. Das Problem wäre dann aber gewesen, mein Engelchen, wenn du gespult hättest, wärst du ja trotzdem noch auf der Kreuzung gestanden. Es war jetzt auch eher auf die Uhrzeit, auf die Öffnung, Ladenöffnung Also. bezogen. Das meine ich. Dass du kurz auf 9 vorspulst und dann runtergehst und das Fass mit dem Sprit hochholst. Okay. Den Gedanke hatte ich. Nee, das Fass kann ich aber sehr, sehr gerne hinterher mitnehmen. Das kann ich mir ja hinterhängen quasi. Wobei, nee, da muss ich ja meine ganze Saatkombination abkoppeln. Ah, nee, ich habe noch den John Deere. Ich kann ja auch Treibstoff für uns beide holen. Wir haben ja noch den Ja, John. eben. Genau, siehst du. Können wir eine Runde Journey fahren? Der Journey. Der Journey. Haben wir eigentlich noch einen größeren Johnny im Spiel? Nee, doch, den größeren 30er. Stimmt. Wir müssen ja so langsam uns an den LS19 angleichen, ne? Also wir müssen ja schon so langsam, aber sicher mal nur noch John Deere fahren, damit die Leute vorher schon völlig genervt sind von John Deere und im 19er gar keine Lust mehr haben, John Deere zu fahren. Ja, das ist doch immer das ist doch das Beste, was du machen kannst, oder? Dich vorher schon an einer neuen Marke in dem Spiel satt gucken, sodass du es dann einfach nicht mehr brauchst. Okay. Das ist ja so, wie gestern das Video rauskam, nicht bei mir, sondern auf der Giant-Seite von der neuen Marke. Komatsu kam ja raus, oder kommt ja jetzt im 19er, ist ein neuer Harvester für Forst und ein neuer Buffalo, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie sich die Fahrzeuge nennen, um Holz aus dem Wald zu schleppen. Habe ich ja in der Stappenbach gestern auch schon gesagt, das gibt es bei mir nicht als Video. Ne, ich habe das Video bei mir absichtlich nicht auf dem Kanal hochgeladen, weil ich mache so selten Forst mit den Maschinen. Die Steuerung von den Maschinen ist auch absolut bescheiden. Soll ja im 19er anders werden, soll ja im 19er anders werden, warten wir es ab. Aber hier im 17er, selbst mit Joystick, ist die Steuerung einfach nur zum. So. Und deswegen mache ich ja so selten Forst. Deswegen habe ich es auch nicht hochgeladen, weil Forst ist für mich so. Forst gehört für mich nicht in den LS. Ich muss es einfach nochmal an dieser Stelle betonen, ich habe es schon öfter mal erwähnt. Meine Meinung ist, Forst gehört hier nicht rein. Ja, es gibt Landwirte, die machen auch Forst, natürlich. Sieht man ja gerade bei dir auch, dein Ja, mit dem Fastnachbar. Hackschnitzel, das machen die hier sehr viel. Genau. Aber generell ist es eigentlich sehr selten, dass die dann Forst mitmachen. Meistens so nebenbei. Die haben so ein kleines Waldstück, wo sie Bäume fällen und das als Brennholz verkaufen. So kenne ich es. Und deswegen, ich finde, Forst gehört hier eigentlich nicht so wirklich rein. Gut, dass es da ist, weil gerade so Ponze und jetzt halt Komatsu sind gute Marken in dem Bereich. Das sind auch die Marken, die man kennt im Forstbereich, wenn man mal so ein paar Berichte sieht. Entweder haben die Leute den Scorpion oder die haben halt das Pendant von Komatsu bei großen Maschinen. Aber, Engelchen, du hast das Video noch nicht gesehen, oder? Von Komatsu? Nein. Mm-mm. Das heißt, ich kann mit dir gar nicht über diese tolle Grafik aus dem LS19 anfangen zu lästern. Ich habe mal ein Bild gesehen, wo ich es erahnen konnte, dass es sieht anders aus. Das schon. Also man sieht schon einen deutlichen Unterschied. Es ist ungewohnt, sehr ungewohnt. Ich bin auch noch nicht davon überzeugt. Es sieht für mich noch ein bisschen mehr nach Spielzeug aus. Also ich bin nach wie vor der Meinung, der LS17 hat eine schönere Grafik. So, vielleicht ist es Gewöhnungssache. Vielleicht ist die Und das Grafik auch noch damit. nicht fertig. Das kann natürlich auch sein. Ja, man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Man müsste es echt anschauen und einfach mal mitspielen, ob du das kannst oder ob du sagst, das stört dich total im Auge nach einer Weile. Ja,
Also es, wenn du, ich habe nur das Bild gesehen, die ein Video nicht, aber ich habe den Unterschied schon. Sieht anders aus, ja. Ich meine, spielen auf jeden Fall. Also das steht außer Frage. Ne, gespielt wird der LS19 so oder so. Aber wenn das wirklich so ist, dass so quasi my eyes are bleeding me, dann ist das aber schon eine vage. Also So, recht. dann sitzen wir hier mit unseren coolen Sonnenbrillen. Oh ja. Was hältst du davon? Oh ja. Gute Idee, Schatz. Das ist eine gute Idee, ja. Nee, nicht. Weil ich muss mittlerweile oder im Moment sagen, das habe ich heute auch schon. Habe ich das schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Farmers Dynasty hat für mich da eine bessere Grafik. Tatsächlich. Also so blöd das klingt tatsächlich. Ja, das warten wir es mal ab. Ich meine, Shader im LS19 hin oder her. Wenn ich mir hier einen Shader einbaue im LS17, sieht das Spiel auch realistischer aus. Und besser als, noch besser als es jetzt aussieht. Ja, also sind wir da mal ein bisschen ehrlich, aber wir lassen uns überzeugen. Also wie gesagt, ich spiele es auf jeden Fall. Also ihr braucht jetzt nicht kommen, na, willst du es gar nicht spielen? Doch, doch. Definitiv. Also LS19, klar, auf dem Kanal, natürlich. Hoffentlich gleich am Release-Datum. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Darf ich dann auch mitmachen? Na, selbstverständlich. Wir müssen nur bis dahin noch ein bisschen arbeiten, dass wir bei dir mal was austauschen. Ja. Und das kriegen wir auch hin, mein Schatz. Hä? Oh, mein Engelchen. Das zweite Mal. Ach Mensch. Ach, wobei, wenn ich immer mal so Engelchen, Schatz, wenn ich das zwischendrin wechsle in den Folgen, dann ist es ja auch nicht nur, oder? Ich finde, das ist okay. Ich meine, im Endeffekt ist uns das eh egal, ob da jetzt einer meckert oder nicht, ne? Ja. Der sich beschwert, ist genauso wie der Sack Reis in China. Der interessiert mich auch nicht, wenn der umfällt. War das jetzt Wirklich gemeint? böse, böse, Wollte ich gerade böse. sagen, klang das jetzt fies? Ja, Aber das aber ist. ganz im Ernst, wie soll man denn die Freundin sonst nennen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie nennt man seine Freundin, wenn nicht Schatz? Oder sprecht ihr sie nur mit Vornamen an, so, oder mit sie? Ich wollte gerade. Vielleicht noch, aber irgendeinen Name hat man doch für den Partner dann. Ich kann das ja, genau. Ich kann das doch so machen, wie das alte Ehepaare machen. So, Dorothea. Dann erzähl mir mal. Um Gottes Willen. Mama. Ja. Nee, das darfst du ja dann. Mutter. So wie das hier immer hörst, wenn sie mal sagt, Mutter hat gekocht. Ja. Wo ich mir denke, das ist doch nicht deine Mutter, Mensch. Warum sagst du das? Die vergessen dann Ja, immer das. das Deine. Da kommt dann nur das Mutter raus. Das Deine wird immer unter verschluckt. Ja, Mutter muss. ihr seid ziemlich redefaul bei euch. Das habe ich schon gehört. Also ganze Sätze, nee, lieber mal drei Wörter weglassen. Ja, das. Also dieses schwäbische. Das, was sie dann noch reden, was dann noch rauskommt, das ist dann noch so ausgelollt. Ja. Das. Keine wirkliche Mühe gemacht, anständige Sätze zu bilden. Es liegt an. Also, Ne? Ich habe nichts in die Kamera gemacht. ich wohne hier ja schon mein Leben lang, aber manches verstehe ich nicht. Das ist schlimm, oder? Ja. Und wisst ihr was? In dem Sinne würde ich nämlich einfach behaupten, wir kommen auch mal für diese Folge heute zum Ende. Oder wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, diese Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.